Während man sich in Deutschland über einen Fachkräftemangel beklagt, hat die Türkei eine große Auswahl an Studienabgängern. Zurzeit sind in der Türkei 8 Millionen Studenten an Universitäten eingeschrieben. Wenn ein Land sich weiterentwickeln möchte, dann braucht es Bildung in der Gesellschaft. Bildung erreicht man, wenn man über das bestehende Wissen Forschung betreiben kann. Ein Maschineningenieur erfindet neue Geräte oder entwickelt bestehende Technologien weiter. Ein Softwareentwickler erfindet neue Computerprogramme und macht das Leben für Menschen einfacher. Umweltforscher finden neue Wege für umweltfreundliche Energien. Alle diese Forscher bringen in gemeinsamer Arbeit einen Beitrag für ihr Land. Orte, wo man sich Wissen durch Forschung aneignen kann, nennt man Universitäten oder Fachhochschulen. Dort wird an Wissenschaften geforscht und diese weiterentwickelt. Bildung ist also der Schlüssel zum Erfolg für die Nation, sofern diese Aufschwung anstreben möchte. Bildung ist aber auch die nachhaltige Zukunft für spätere Generationen. Als im Jahr 2002 die AK-Partei an der Urne gewählt wurde, begann eine Zeit der Veränderungen in der Türkei. Diese Partei setzt sich seither für Gerechtigkeit und Fortschritt ein, was uns auch der Parteiname verrät. Sie förderte die Bildung unter anderem im Bereich der Religionen und verhinderte mit Imamschulen die zahlreiche Zunahme von potenziellen Terroristen. Vor 20 Jahren gab es in der Türkei noch 74 Universitäten. Von 10 Schulabgängern konnte nur einer an der Uni studieren gehen. Heute gibt es über 200 Universitäten in der Türkei. Im Jahr 2002 gab es noch 1,5 Millionen Studenten in der Türkei. Heute sind es über 8 Millionen pro Jahr. Über die Hälfte sind Frauen, welche in der Wirtschaft als Führungskräfte eingesetzt werden. In der Türkei gibt es 5-mal mehr Professorinnen als in Deutschland. Mit so vielen Studienabschlüssen hat die Türkei jedoch eine hohe Arbeitslosigkeit, was aber wiederum zu einer hohen Qualität an Fachkräften führte. Diese große Auswahl an Fachkräften führte die Türkei zu einem Land, welches heute mit türkischen Ingenieuren, Autos der Marke Fiat, Busse der Marke MAN, aber auch Waschmaschinen von Bosch, Fernseher von Samsung mit hoher Qualität entwickeln und herstellen können. Mit dieser Strategie ist die Türkei heute auch in der Lage, eigene Elektroautos, Elektrotraktoren für die Landwirtschaft, eigene Smartphones und 80% der Verteidigungsindustrie, darunter Flugzeuge selbst zu bauen. Es entstehen durch türkische Fachkräfte auch Schulbücher, welche nicht nur die Evolutionstheorie, sondern auch alternative Theorien Platz finden können. Die Türkei erlebt eine Entwicklung dank der Bildung, die man vor 20 Jahren nicht erträumen hätte können.